Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Tekken. Beim letzten Mal haben wir zwei Runden in der roten Liga gespielt und es hat irgendwie keinen Sinn gemacht, dass wir kein Match verloren haben, weil die Gegner mich eigentlich auseinandergepflückt haben, aber ich jeden Scheiß noch irgendwie klatschen konnte. Heute bin ich jetzt mal doch sehr sicher, wird das nicht mehr so enden und wir verlieren. Wenn nicht, dann verlasse ich diesen Raum. Okay, das tue ich nach der Aufnahme sowieso. So, schöner Beginn. Ja, starker Early Damage. Oh mein Gott, was ist mit dir, Gengar? Was ist mit dir, Gengar? Was war denn das? Wo war denn hier deine Power? Und er hat... Okay, er hat Fettlimit bekommen jetzt. Er hat Fettlimit bekommen, aber hat's nicht voll. Okay, okay, okay. Er wollte kontern, aber da kommt mein Grab. Nach Tara in den Limit Slash. Ach du meine Fresse. Nach dieser Runde 1 fragen sich Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben, wie ich teils fast verloren habe. Was hat Gengar denn hier gemacht? Das war nicht knapp. Punkt. Der hat sich aber echt auch gefühlt nicht gewehrt. Also, Maya ist im Mittelfeld in diesem Fünferpack. Das Wichtigste wird natürlich sein, im vorletzten Kampf, ich habe das Gefühl, irgendwie ist immer der Vorletzte der Highest Rankte. 169 Kämpfe? Okay, excuse me. Der höchste CPU, den wir bisher hatten, hatte ungefähr 100. Ah, danke, dass mein Projektil einfach nicht rauskommt. Ah, den Move gibt's ja. Ich habe gerade einen neuen Move gefunden, den ich öfter nutzen muss. Oh, grab mich nicht, Hund. Jawohl, da kommt wieder Damage. Ach du meine Fresse, dieses Gameplay. Und das war's. Grabben ist, glaube ich, gegen die CPUs ziemlich strong. Dieses Gameplay, wir standen voreinander, haben beide gegrabbt und uns verfehlt. Und dann im Shield gecampt. Ah, das ist mies, das ist mies. Diesmal treffe ich den Grab und bekomme damit mein Limit. Nach Tara. Limit Smash, Slash, was auch immer. Und das war's. Jawohl. Ich
habe das Gefühl, ich abuse einfach die Computer besser seit nach dem ersten Durchgang. Irgendwie davor habe ich versucht, zu viel auf Skills zu spielen. Jetzt grab ich die Keks, wenn ich die Chance bekomme und bekomme dafür 5 Punkte auf Offensive. Ja. So fühlen sich wohl Young Link Mains in Smash. Ah ja, übrigens mal wieder random Story-Cutscene nach einem Kampf. Falls du nicht drauf vorbereitet warst, ich weiß, sie sind behindert. Schatten-Mewtwo? Das schwarze Pokémon, von dem alle sprechen, die Leute nennen es Schatten-Mewtwo. War es stark? Schon, oder? Und finden die Kämpfe wirklich an einem seltsamen Ort statt? Ja, wir waren an einem völlig unbekannten Ort. Es war schön, aber auch unheimlich. Irgendwie cool, ich würde das gern selbst mal sehen. Allerdings gab es in letzter Zeit keine Sichtung mehr. Ich frage mich, wieso nur? Meine Leser wollen die Wahrheit wissen. Schatten-Mewtwo? So nennen die Leute... Ja, ne. Irgendwie naheliegend, oder nicht? Was wohl mit diesem Mewtwo und dem Mädchen los ist? Und dann das ganze Gerede von der schwindenden Erdkraft? Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird. Ja, also der Plot in diesem Spiel ist wirklich nicht das, auf das ich mein Hauptaugenmerk legen würde. Aber ich muss halt echt sagen, ich finde das wirklich scheiße, wie da teilweise einfach nach random Kämpfen Story-Cutscenes kommen. Man macht so 20 Kämpfe hintereinander, wird da teilweise mit Trash von den Trainern zugelabert, skippt dementsprechend häufig was und irgendwo labert dann einer mal auf einmal was über die Story. Also das Problem habe ich häufiger. Ich konnte mich gerade wieder nicht bewegen für einen Moment. Hi. Hi. Chain Grabs. Okay, er ist auf dem Boden, da habe ich kurz Zeit. Und das war's. Ich spiele gerade eigentlich nicht gut, aber irgendwie klappt's. Okay, der Gegner hat ein gutes Stück Limit-Energie mehr als ich. Da habe ich einfach nicht gehittet. Grab landet. Er hat nach Tara geschildet, danach ist es nicht so schwer für ihn zu dodgen. Heißt nicht, dass er es macht. Und den Getup gecatcht und damit haben wir gewonnen. Also die letzte Folge war wirklich schwieriger. Sag ich, wie es ist. Heute wehren die sich wieder nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Oder ich abuse einfach die KI echt wieder, ihr Scheiter. So, dann haben wir 11 Punkte auf allem. So, zweitstärkster Gegner, Platz 23, Machomai hatten wir letztes Mal schon. Ich glaube, das Match war auch ziemlich close. Ach so, nein, war es nicht. Sie hat nur so getan, steht da ja. Ich fand den Kommentar da unten gerade super zu meiner Aussage. Auch wenn es natürlich nicht derselbe Gegner war, aber ja. So, Machomai hat halt so einen miesen Boost-Move. Hui, ich bin in einer Combo. Jawoll.
Schade. Ja, ja, ich kassier fett. Land aber ein Grab. Ja, das war's. Außer dieser Grab hittet. Boah, als ob ich sowas immer noch gewinne. Auch wenn ich's letztes Mal meistens nicht hab, sondern erst in Runde 2 dann sowas gewonnen und geklatscht hab für Runde 3. Ja, und jetzt hat er halt gar kein Limit. Und ich hab ein volles. So, fetter Damage. Fetter Damage. Und den Getup gecatcht. Und damit haben wir auch dieses Match geholt. Jawohl, heute läuft's. Also wenn es so weitergeht, werde ich heute nichts verlieren. Wir haben bisher noch keine Runde in dieser Folge verloren, kann das sein? Letztes Mal hatten wir nach 4 Kämpfen, glaube ich, 3-mal eine Runde verloren. So, Ruma mit Suicune. Stärkster Gegner dieser Runde. Kann es dann sein, es ist durchaus möglich, dass wir in der nächsten Runde Top 8 bekommen können. Knapper Sieger hat der Junge. Hast du meine letzte Folge gesehen? Ich lag da teilweise 0-1 hinten und hatte 9 HP übrig in Runde 2. Am Anfang würde ich entweder Run-Up shielden oder selbst ein Projectile schmeißen, weil die meisten Gegner einfach direkt mit einem ankommen werden. Hoi, ich bin in der Combo. Okay, dann darf ich halt nicht mal mehr shielden. Okay, bisschen Damage wieder aufholen. Also defensiv ist dieses Suicune nicht gut. Und war's das? Ich glaube schon. Nein. Jetzt war's das aber. Auf einem HP gegrabt. Das dürfte töten. Und jetzt Runde 2 ist bei mir halt immer recht stark. Mit der Limitschlag, mit dieser Limitschlag, und Nachtara-Kombo halt. Die ist strong. Und auch vorher kriege ich schon gut Damage. Scheiße! Ich habe Nachtara einfach verfehlt, ich Affe! Ja, ich meine, das ist natürlich ein Grund, aber wegen dem meine Taktik fehlschlagen kann, wenn ich einfach komplett blöd im Kopf bin. Sliding through! Und damit haben wir die ersten 5 Matches dieser Folge alle recht locker mit 2-0 gewonnen. Digga, wie kann das sein? War ich wirklich so scheiße am Anfang der letzten Folge im Vergleich zu jetzt? Aber ja, ich schätze, wenn wir jetzt nochmal gut performen, sind wir in den Top 8. Willst du mich verarschen? Wir können nur 7 Plätze nach oben.
Wow. Wow, super. Und hatten wir schon jemals zuvor einen Logok? Überlege ich auch gerade. War der dritte, glaube ich. Oh nein, das Schlimmste an Skelabra ist das... ist die fucking Voice. Digga, ich habe keine Ahnung, wer sich entschieden hat, dass Skelabra in diesem Game so klingen soll, aber ich würde ihn gerne verklagen. Jawohl, schöner Damage. Irgendwie, wenn man einen Grab hat und damit einen Wechsel in die, scheiße, wie heißt die Phase? Halt die, wo man 3D ist. Wenn man da einen Wechsel hat, irgendwie, die Gegner können dem Grab dann nicht ausweichen, habe ich das Gefühl. Sliding through! Oh, das Down X ist schon ein cooler Move. Und der Typ bekommt kein Limit. Oh, what the fuck war das? Also wenn ich oben auf die Werte gucke, warte. War das so ein Memento Mori, könnte das sein? Weil ich glaube, der hat mehrere Debuffs bekommen, dadurch, dass er diesen fetten Move eingesetzt hat. Und gewonnen. Ja, Feldphase heißt es. Wenn man in der Duellphase grabbt und dadurch die Feldphase eintritt. Ich habe echt das Gefühl, man kann literally immer, wenn man am richtigen Spot steht, instant regrabben und die Gegner werden nie was dagegen machen. Ich meine, der Grab als Get-Up-Catcher habe ich jetzt schon manchmal nicht gehittet, weil die Gegner was gemacht haben, aber nach diesem Wechsel hatte ich es noch nie, dass wer da nicht gehittet wurde. Ich muss aber auch sagen, ich finde das, will ich auch nochmal kurz anmerken, weil ich da noch nie groß drüber geredet habe. Also das Helfer-Set mit nach Tarapsiana ist schon geil. Oh mein Gott, wir haben eine 69-Win-Streak! Okay, wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben es irgendwie rausgeklatscht. 69 Kämpfe, 69 Wins. Ich würde sagen, damit endet dieses Let's Play. Wenn dieses Lucario es jetzt nicht sowieso beendet, what the fuck, darf ich mich auch bewegen? So, jetzt. Es klappt mal wieder. Ah, da bricht er durch. Ah, da hätte ich nicht. Aber das war's. Runde 1 gewonnen. Okay, der hat am Anfang wirklich, ist er sehr abgegangen. Ja, sein Projektil war fucking schnell. Guck mal, kann ich auch. So, mein Grab. Scheiße, wieder Missinput. Ich wollte nach Tara machen, aber dann mache ich halt erst den Limitschlag. Ach scheiße, dadurch verliert er aber sein Limit und nach Tara wird ziemlich useless. Fuck it. Das bisschen nehme ich mir noch mit Combo drauf. Ja, ich werde gecombot. Und gewinn das Ding. Immer noch nicht eine Runde verloren heute. Was ist denn los hier? Strengt euch mal mehr an, Leute. Ich glaube eigentlich nicht, dass meine Offensive tatsächlich gut ist. Auch wenn das Game mir fast jedes Mal fucking 5 von 5 drauf gibt.
So, dann Platz 17 haben wir geschlagen. Jetzt kommt Platz 26. Okay, ich muss sagen, der hatte bisher die beste Argumentation von allen Gegnern, die wir hatten. Habt ihr den scheiß Text da gerade gelesen? Wir verlieren nicht. Warum? Na, weil wir gewinnen. Ach, schieß. So, Drittgen-Starter-Duell. Warum gibt's mehrere Drittgen-Starter in diesem Game? Ah, wir hatten auf jeden Fall schon Logo vorher an das Projekt Ziel, erinnere ich mich. Hatten wir nicht als letzte Folge einzig Genius? Gut möglich. Ah, da habe ich einfach mein Timing verfehlt, sonst hätte es wahrscheinlich wieder geklappt. Ah, ich bin in einer Combo. In einer bisschen brokenen noch dazu. War's das? Was? Ich hab doch gekontert! Wieso bin ich gestorben, obwohl ich gekontert hab? Ah, ich hätte gewonnen. Okay, er will Stress. Er will Stress. Ah, ich glaube, das verfehlt, ja. Trotzdem ist sein Resonanzlimit leer. Ich krieg einen Grab, das müsste es sein. Ja, Runde 1 habe ich verloren, Runde 2 flawless. Aber jetzt die Runde wird wieder ein bisschen schwieriger. Okay, der Grab sitzt. Es klappt immer noch. Jawohl, er will kontern, verfehlt. Noch kein Hit kassiert. Willst du mich verarschen? Ich habe Runde 1 verloren und 2 und 3 beide flawless gewonnen. Wie? Wie kommt so eine Situation zustande? Ich verstehe das gerade nicht. Also mir kann keiner sagen, dass die nicht schlechter werden nach der ersten Runde. So, stärkster Gegner für diesen Durchgang, Snibuna. Na dann. Mal gucken, ob wir das holen können. Die Gegner haben hier alle so viele Kämpfe schon, Digga. Und ich hock hier mit meinen 71. Aber jetzt mal for real, wenn ich hier in so einer Liga wäre und mein Gegner hat irgendwie 100 Kämpfe weniger als ich und eine 100%ige Winrate, da hätte ich irgendwie keinen Bock zu kämpfen. Not gonna lie. Ja. Den Get-Up catchen. Wir haben die Phase gewechselt, also einfach nochmal den Get-Up catchen. Okay, das war bad. Und jetzt bin ich in der Combo. Und jetzt habe ich gewonnen. Komm, jetzt die Runde holen. Wanna head into the next battle with the same support? My Weavile's cheering for you too. Ow. Watch your movement and don't forget your counterattack. Übrigens, ich hab vergessen, wie die heißt, die Assistentin hier, aber der ihr Snibuna ist eindeutig ein Volksverräter. Das feuert mich gerade an. Chance to use burst.
als ob du gedodged bist, du Affensohn. Verpiss dich! Platz 15. Ich meine vielleicht nicht Platz 15, wenn wir jetzt verlieren. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Ich habe ja noch nie verloren. aber ja, wir werden es hoffentlich auch nicht rausfinden. Level 45 hat inzwischen Gewaldro erreicht. Und wir haben alles auf Stufe 12. So, Platz 16 noch zum Abschluss. Wieder ein Lucario. Lucario hat halt einen fucking fast Projectile. Allgemein, ich würde halt wirklich sagen, am Anfang sollte man entweder shielden, wenn man... Also, shielden ist das sicherste, ansonsten pokert man. Ich mache ja, wie ihr seht, meistens Shield und dann selber ein Projectile, wenn der Gegner auf mein Schild feuert. Exakt, run up, Shield, Projectile. Oh, guckt mal, was ich gemacht habe und was funktioniert hat. Und ich bin in ein Lucario-Kombo. Okay, ich bin nicht in ein Lucario-Kombo, weil er nicht kombot. Oh, natürlich grabbt der Horn. Danke, dass du mir sagst, dass ich HP verliere. Wirklich. Nee, der lässt mich nicht mitspielen. Ich kann das nicht gewinnen. Stopp. Nein, als ob. Wieso hat er getroffen? Ich habe auch Angriff gedrückt. Als ob. Ich hätte das gewinnen können. Hui, Mega Lucario Combo. So, Grab landet, ich muss mich beeilen. Jawohl, nach Tara in den Limitschlag. Und dann den Get Up catchen und damit haben wir's. Runde 3. Aber dafür habe ich halt absolut kein Limit. Nein, ich wollte Damage sogar in Kauf nehmen, wenn ich dafür dieses fette Limit-Ding bekommen hätte. Habe ich aber nicht. Nee, ich bin schon, das kann ich nicht holen. Er müsste so dick throwen, damit ich eine Chance hab. So, der Grab into Grab. Na, jetzt bin ich in der Lucario-Kombo. Nein, das war's. What the fuck war Lucario? Ja, da haben wir den ersten Loss. Auch wenn ich den ehrlich gesagt nicht so ganz einsehe. Ich konnte halt literally nichts machen die meiste Zeit. Und was heißt das fürs Placement? Wir bekommen Platz 16 anstatt 15.
Wenn das jetzt heißt, dass nächstes Mal mein bester Gegner Rang 9 ist, verlasse ich den Raum, werden wir aber erst nächstes Mal rausfinden. Also, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Die 69-Win-Streak hatten wir, also passt. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis denne und tschö mit Ö.